Leonie? Was war in dem Glas? Paragraf Nummer 1, fesche Kolleginnen sind umgehend zum Essen einzuladen. Also, ich hoffe, Sie sind mir nicht mehr besser wie in dem kleinen Missgeschick. Okay, wie kann die einer denn besser, Herr Brachmeier? Ich bin einverstanden, wenn er für ein paar Nächte bei uns bleibt. Echt? Auftrag ausgeführt. Ich weiß. Unser pflichtbewusster Doktor hat angebissen. Entweder du kommst freiwillig mit, oder... Du willst mich einweisen lassen? Du lässt mir keine andere Wahl. From the first ray in the morning to the last kiss in the night, just one day without you, I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to stay? Through the rainbow colored night, stay, stay, stay. Du willst mich in die Klapse stecken? Nein, das habe ich nicht gesagt. Doch, hast du. Leonie, ich mache mir Sorgen um dich. Und deshalb willst du mich wegsperren? Ich möchte, dass du ins Krankenhaus gehst. Es ist nur für ein paar Tage. Die haben dort geschultes Personal, die werden sich um dich kümmern und dann kommt alles wieder in Ordnung. Vergiss es. Leonie, es ist nur zu deinem Besten. Du hast versucht, dich umzubringen. Hab ich nicht. Ganz ruhig. Ich bin ruhig. Leonie, irgendwann wirst du verstehen, dass es nötig war, dich zu schützen. Wann verstehst du endlich, dass ich die verdammten Tabletten nicht genommen habe? Na gut. Du lässt mir keine andere Wahl. Was soll das heißen? Leonie, ich bin dein Arzt. Bitte komm freiwillig mit. Und ich muss dich einweisen lassen. Jetzt bringt unser guter Herr Doktor Leonie gerade in die Klapse. Und was haben wir davon? Sehr viel. Denn ich werde derjenige sein, der sie da wieder rausholt. Mhm. Weil ich beweisen kann, dass sie die Tabletten nicht geklaut hat. Und dreimal darfst du raten, wer dann ihr großer Retter, ihr Held sein wird, den sie in Zukunft alle ihr Geheimnisse anvertrauen wird. Du bist ja ein richtig durchtriebener Bursche. Wenn du das sagst, muss das ein Kompliment sein. Schön, dass wir uns so gut verstehen. Ich würde jetzt nichts lieber als mit dir schlafen. Was hält dich davon ab? Ich muss fort. Wohin denn? Ja, das Timing ist ganz wichtig. Sonst ist der ganze Plan im Eimer. Dame. Du musst die Dame... Finger weg, ich weiß schon, was ich tue. Sicher? Absolut. Tja. Schach. Er hatte recht. Die Dame wäre besser gewesen. Ja, ha. Warum machst du es denn Marc auch so einfach? Kannst du mal für einen Moment deine kleine Klappe halten? Wie komme ich denn da jetzt wieder raus? Ich sag ja, Frauen und Schach, das funktioniert einfach nicht. Ja, und wenn es um logisches und rationales Denken geht? Ruhe, habe ich gesagt. Aber woher sollen sie es auch können? Wenn sie als Kinder nur mit Puppen spielen dürfen. Und als Feen mit kleinen Flügelchen herumspringen müssen. Ja, ihr beiden Schlaumeier. Jetzt könnt ihr noch Sprüche klopfen. Ich bin auf morgen gespannt. Wieso? Was ist denn morgen? Inventur? Nee. Oh,
Doch. Oh, bitte nicht. Was denn? Ich dachte, ihr seid die Experten für logisches und rationales Denken, ja. Hm? Oh. Steuererklärung, Inventur und schlechte Weine, das sind die drei großen Geißeln der Menschheit. Mhm. Halt, stopp! Was soll das? In der Küche hat man mir gesagt, es gab Streit. Gregor denkt, ich hätte schon wieder Tabletten geklaut. Bitte? Und jetzt will er mich in die Klapse stecken. Wenn nötig, mit Polizeigewalt. Leonid, bitte. Das ist nicht ernst. Ich bringe Sie nur ins Krankenhaus, das ist alles. Aber warum? Es ist nur zu Ihrem Besten. Ja, Moment, da muss es eine andere Lösung geben. Sie braucht Hilfe, und zwar ärztliche Hilfe, ja? Ich weiß nicht, ob es was bedeuten soll. Was denn? Aber vorhin auf der Terrasse, da war so ein junger Typ, der hat sich Tabletten reingeschopft. Das ist doch absurd. Nein, ich habe ihn gefragt, was das soll. Der hat gesagt, das sind doch Schlaftabletten, nichts Hartes. Das hat sie sich doch gerade ausgedacht. Nein, so war ich hier stehe. Trotzdem, niemand außer Leonie hätte unbemerkt an die Tabletten kommen können. Wie oft denn noch? Ich habe die Tabletten nicht eingestellt. Schluss, jetzt, wir fahren. Herr Doktor, Sie machen einen Fehler. Ach, bitte. Leonie, keine Sorge. Ich hol dich heraus, versprochen. Nein, Herr Bachmeier, Frau Zwick ist noch nicht da. Die kommt schon noch. Ja. Bitte, setzen Sie sich da schon mal. Ja, ich wollte bei der Gelegenheit gleich mit der Frau und dem Herrn Obote auch über eine Entscheidung sprechen. Gell? Ja. Ist so eine Fesse, die Zwick, gell? Ist ja ein Vollweib, gell? Ja. Dass ich das nicht gemerkt hab davor, ja. Ich weiß auch nicht. Was ich... Besser später als gar nicht. Ja, aber ich frage, wie sie so die Dirndl austauscht haben. Ah, da haben sie da so von Frau zu Frau. Haben sie da geredet, haben sie da auch was über mich gesagt, oder? Über Sie? Nein. Ich wollte bloß wissen, ob sie nicht auf mich stehen ist, ob das noch die Worte sind, ob sie mich noch mag. Herr Bachmeier, jetzt sagen Sie bloß nicht, Sie hätten nicht gemerkt, dass die Frau Zwick die ganzen letzten Wochen hinter Ihnen her scharwenzelt ist. Nein, mein Ausschnitt war so klein. Ich meine, meine Sehweise war eingeschränkt. Ich habe nicht reagiert gescheit. Doch, Sie haben reagiert. Weggelaufen sind's wie ein Hase. Mein ich Teppich, blöder Hund. Aber ich sage dir, das wird jetzt anders. So. Jetzt gebe ich Gas. Wie denn? Na, so mit Charme und Melone. Aha. Ja. Man merkt doch gleich, dass ich ein toller Ich bin, ja? Ja. Ja. Ich glaube, ja. Ich muss jetzt wieder in die Küche. Ja. Herr Bürgermeister, viel Erfolg. Den habe ich.